Herzlich willkommen zum Wohnzimmergottesdienst der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Stendal. Wir feiern ihn wieder online. Und obwohl ich niemanden sehen kann, bin ich doch sicher, dass ich nicht ins Leere spreche, sondern dass du da bist und zuhörst und dass ihr da seid und zuhört. Und dass wir uns miteinander verbinden können, um gemeinsam Gott die Ehre zu geben, indem wir Lieder mit seiner Botschaft singen, miteinander beten und auf Gottes Wort hören. Die Predigt hält uns heute Benno Bratz, Regionalreferent im Dienstbereich Mission unseres Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Die Passionszeit hat begonnen und wir gehen auf das Kreuz zu, auf das Kreuz auf Golgatha, an dem Gottes Sohn gestorben ist. Der liturgische Kalender der evangelischen Kirche benennt als Wochenlied: Das Kreuz ist aufgerichtet. Wenn ich ehrlich bin, richten mich selbst diese Worte des Titels nicht wirklich auf. Jedenfalls nicht, wenn ich auf das schaue, wozu dieses Kreuz dienen sollte und gedient hat, nämlich zur grauenhaften Hinrichtung eines Menschen, der erklärt hatte, Gottes Sohn zu sein und der das in seinem Leben und Wirken immer wieder bewiesen hat. Gott wusste, dass wir seinen Sohn ans Kreuz nageln würden. Jesus Christus wusste das auch. Doch es war Gottes Heilsplan, uns Menschen aus unserer Gottverlassenheit durch eben diesen Jesus Christus zu erretten und uns Vergebung zu lehren. Jesus Christus hat diesen Auftrag durchgeführt, bis in den Tod, und hat kurz davor noch all seinen Tätern vergeben, also auch dem Judas, seinem Verräter. Das ist nur möglich durch bedingungslose Liebe. Und die kommt auch in dem Wochenspruch zum Ausdruck, der im Römerbrief Kapitel 5, Vers 8 steht und der da heißt: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Was für eine unermesslich große, bedingungslose Liebe zu uns Menschen, zu mir, zu dir, zu uns. Obwohl wir diese Liebe nicht erwidert haben, zurückgewiesen haben, ja, sie schlussendlich gekreuzigt haben. Doch diese Liebe ist nicht tot, sie ist auferstanden und sie lebt. Gott liebt uns immer noch, genauso. Lasst uns jetzt das erste Lied miteinander singen. Es gibt Bedingungen zu unserer Liebe.
Ich lese 1. Johannes 4, die Verse 9 bis 12. Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns. Dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Lasst uns gemeinsam beten. O Gott, sei gelobt für die Liebe im Sohn. Hab Dank für bedingungslose Liebe. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dies Versprechen hast du dich nicht verschont. Und du gibst nicht nur ein wenig. Herr, die Fülle ist bei dir. Du bist Liebe, und wer in dir bleibt, der lebt nicht mehr für sich. Er wird bestimmt von deiner Liebe und bringt Frucht für dich. Vater, lehr uns immer neu, was Lieben heißt, und mach uns fest in dir und segne dein heiliges Wort an uns. Amen. Unser
Liebe Gemeinde in Stendal und liebe Zuschauer darüber hinaus, für mich ist das heute eine Ersterfahrung, per Videobotschaft das Evangelium zu predigen, ohne einen einzigen meiner Hörerschaft dabei sehen zu können. Videokonferenzen kenne ich schon zur Genüge, aber da hat man wenigstens ein sichtbares Gegenüber, das reagiert und mit mir kommuniziert. Jetzt sehe ich nur mich selbst auf dem Bildschirm, mal sehen, wie das wird und ob die Botschaft, die mir seit einiger Zeit auf dem Herzen liegt, dennoch bei euch ankommt. Als Textgrundlage dient das sogenannte hohepriesterliche Gebet Jesu, das wir in Johannes 17 finden, und ich lese diesen Text nach der neuen Genfer Übersetzung. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete: Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkst. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben, und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt, und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir, und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben, und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Worten an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin.
Wir befinden uns vom Jahreszyklus her seit Aschermittwoch in der Passionszeit und denken in diesen Wochen in besonderer Weise an das Leiden und Sterben Jesu. Aber vielleicht tun wir das ja auch gar nicht, weil wir durch den ständigen Lockdown allmählich das Gefühl für besondere Zeiten und Feste verlieren. Zuletzt mussten die Karnevalisten, die Jecken und Narren auf ihren geliebten Karneval verzichten. Davor schon war Silvester nicht das, was wir so kennen. Weihnachten davor war auch schon ganz anders. Und bereits die Ostergottesdienste fielen dem Lockdown, dem ersten Lockdown zum Opfer. Familienfeiern fallen aus, runde Geburtstage werden nicht mehr zünftig gefeiert, silberne und goldene Hochzeiten muss man zu zweit allein verbringen und so weiter und so weiter. Irgendwie löst sich das gewohnte Leben auf. Und das höre ich auch bei Videokonferenzen von Kolleginnen und Kollegen, die fast alle neben vielen positiven, innovativen, inspirierenden Entwicklungen auch von Auflösungserscheinungen in den Gemeinden berichten. Ehemalige Besucher, Freunde und Mitglieder der Gemeinde sind abgetaucht und tauchen auch nirgends mehr auf, trotz aller liebevoller Bemühungen um sie. Was ist da los? Einige Fragen stellen sich unter uns Mitarbeitern. Was hat uns denn zuvor zusammengehalten, dass es jetzt so wenig Zusammenhalt gibt? Und wie müssen wir künftig unsere Arbeitsschwerpunkte verlagern, damit unser Zusammenhalt krisenfester wird? Neu ist die Erfahrung ja nicht, dass Menschen der Gemeinde auch wieder den Rücken kehren. Und selbst Jesus hat erleben müssen, dass man sich von ihm wieder abgewendet hat, nach anfänglicher Neugier und Begeisterung. Enttäuschungen, unerfüllte Erwartungen führen zu einer solchen Abkehr. Umso wichtiger ist es also, realistische Erwartungen zu wecken und klar und deutlich die Wahrheit zu kommunizieren, worum es bei Jesus geht, damit sich niemand in ihm täuscht. Und da finde ich, ist uns mit Johannes 17 ein Text gegeben, der uns in das Herz von Jesus schauen lässt und der deutlich macht, worum es ihm im Kern geht. Sein letzter Wille wird hier geradezu sichtbar, bevor dann sein Leiden und Sterben ihren unerbittlichen Lauf nahmen. Jesus schüttet sein Herz aus vor Gott, dem Vater. Ganz im Gehorsam gegenüber dem Vater ist ihm dabei die Ehre, die Herrlichkeit Gottes erstes Anliegen, um dann zu bitten, dass er selbst in diese Herrlichkeit zurückkehren darf, aus der er vom Vater in unsere Welt gesandt worden war. Diese erste Beobachtung ist schon mal ganz wichtig für die Fragestellung, was uns denn eigentlich verbindet als Gemeinde. Wenn es etwas anderes ist als das Anliegen, Gott unseren Vater zu ehren mit unserem ganzen Leben, so wie wir es bei Jesus sehen können, dann haben wir etwas grundlegend falsch verstanden und sind reichlich störanfällig in unserem Gemeindeleben. Zurzeit stört uns die Pandemie in unseren gewohnten und liebgewordenen Abläufen. Es läuft einfach nicht rund. Keine schönen Gottesdienste und Gruppentreffen mehr, keine Feiern und keine Freizeiten. Alles, was nett und unterhaltsam in der Gemeinde sein kann, das fehlt uns. Einige tauchen deshalb ab. Gemeinde ist nicht mehr so schön wie gewohnt. Aber geht es überhaupt darum? Sollte die Fragestellung nicht eher sein, wie wir in jeder, also auch in dieser ungewohnten Situation, Gott ehren können? So wie Jesus in allen Lebenslagen den Vater ehren wollte. Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Wenn das nicht als Überschrift für unser Leben als Einzelne und als Gemeinde taugt, dann verbindet uns nichts, was auch einer Krise standhält. Wir wollen auch alle in dieser Herrlichkeit Gottes enden. Jesus kam von dort, hat sie aber für eine gewisse Zeit verlassen, um uns den Weg dorthin zu ermöglichen. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht, dass wir dank der Rettungstat Jesu am Ende beim Vater sein dürfen, in Herrlichkeit für alle Ewigkeit. Jesus ist bereits wieder dorthin zurückgekehrt. Wir dagegen sind noch in der Welt. Und das ist nicht immer angenehm, ist nicht immer schön. Nicht wenige Menschen haben sogar erst seitdem sie Gott ehren wollen mit ihrem Leben, so richtig unschöne Probleme bekommen. Wir hören von schrecklicher Christenverfolgung in manchen Regionen.
so wie Jesus es vorausgesehen hat. Es geht also nicht um schöner Leben beim Christsein. Es geht um Gottes Ehre und Herrlichkeit, an der wir am Ende Anteil haben dürfen und die wir darum schon jetzt mit unserem ganzen Leben als Christen suchen. Das verbindet uns miteinander. Und das ist auch nicht von ruhigen oder Krisenzeiten beeinflussbar. Jesus bittet den Vater, und das ist sein nächstes Herzensanliegen, dass er uns alle bewahrt als sein Eigentum in dieser unschönen Welt der Krisen und Anfeindungen. Der mächtige Gott, der Schöpfer des ganzen Universums, der in der Auferweckung seines Sohnes Jesus bewiesen hat, dass er selbst über den Tod siegt, der ist der Garant dafür, dass wir als sein Eigentum das Ziel auch tatsächlich erreichen werden. Was für ein Trost, den wir besonders in Krisenzeiten aus unserem Glauben schöpfen können. Niemand kann uns aus des Vaters Hand reißen, denn der Vater ist größer als alles andere und wir sind sein geliebtes Eigentum. Wir gehören zu ihm. Dadurch gehören wir zugleich aber auch zueinander. Über ihn sind wir miteinander verbunden. Jesus betet dann auch: Vater, du heiliger Gott, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Wir gehören Gott, wir gehören zu Gott. Wenn das nicht als Überschrift für unser Leben als Einzelne und als Gemeinde taugt, dann verbindet uns nichts, was auch einer Krise standhält. Ich kenne zwar viele nette und sympathische Menschen in den Gemeinden, ich habe darin meine besten Freunde gefunden. Tolle Gemeinschaft haben wir miteinander, geradezu himmlisch. Manchmal. Ich habe mich aber auch schon heftig gestritten und bekämpft mit Menschen in der Gemeinde. Das war wirklich übel und das war auch nicht okay. Was aber hat dazu beigetragen, dass es nicht zum Bruch, sondern zur Versöhnung mit ihnen gekommen ist? Wobei ich bekennen muss, dass leider nicht immer ein Zerbruch der Beziehung vermieden werden konnte. Aber was hilft? Mir hilft das Bewusstsein, dass der andere genauso wie ich zu dem einen Gott gehört. Wir gehören zusammen, dem Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind jeder für sich und wir miteinander Gott geweiht. Jesus betet: Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus Christus, zielt darauf ab, dass wir unser ganzes Leben Gott weihen, Gott widmen, es Gott schenken. Allein Gott die Ehre. Wie schon gesagt, hat das die Überschrift unseres Lebens zu sein. Das eint uns, das verbindet uns. Das stiftet krisenfeste Gemeinschaft in der Gemeinde. Damit ist kein gleichgeschalteter Einheitsbrei gemeint, sondern eine sich ergänzende Gemeinschaft von originellen, einmalig begabten Personen, die sich Gott verschrieben haben mit ihrem ganzen Leben. Der Apostel Paulus gebrauchte dafür im ersten Korintherbrief das Bild von den vielen verschiedenen Körpergliedern, die zusammen den einen Leib, den Leib Christi bilden. Wir sind alle mit dem einen Geist Gottes getränkt, so wie in jedem Körperteil dasselbe Blut durch die Adern fließt. Oder nehmen wir als neueres Bild ein Puzzlespiel. Jedes Teil davon ist einmalig in Form und in Aufdruck. Und nur wenn alle Teile an ihrer richtigen Position ihren Platz eingenommen haben, dort hingelegt worden sind, erst dann ergibt sich ein gemeinsames Bild, ein schönes Bild, in diesem Fall eine Feuerwehr. Die Enkel spielen gerne mit diesem Puzzle. So können wir das Einssein, die Einheit verstehen. Jesus betet weiter über den Kreis seiner damaligen Jünger hinaus, auch für die Menschen, die später durch die Wortverkündigung zum Glauben an ihn kommen werden. Und er nimmt sie in diese Einheit, diese Gemeinschaft mit hinein. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin.
Kann es nach solchen Worten noch einen Zweifel daran geben, ob ich als Christ zu anderen Christen gehöre? Ob ich als Christ in die Gemeinschaft, in die Gemeinde Christi gehöre? Oder mein Glaubensleben nicht doch auch als Einzelgänger führen kann? Oder kann es einen Zweifel daran geben, ob wir uns als Ortsgemeinde um Gemeinschaft mit den anderen Gemeinden zu kümmern haben? Wir gehören zusammen als Christen. Wer meint, die anderen gingen ihn nichts an, der hat das Herzensanliegen von Jesus nicht verstanden und steht darüber hinaus der Sendung, die uns als Christen aufgetragen ist, hinderlich im Weg. Wir sehen doch, wie Gesellschaften und Nationen in der Krise auseinanderdriften. 4 Jahre lang hat uns ein Politiker auf der anderen Seite des Atlantiks vorgemacht, wohin es führt, wenn nur der eigene Vorteil im Sinn steht. Aber was uns daran so empört, spielt sich nicht selten auch unter uns ab, wenn auch nicht so unverfroren und ungeniert. Aber hier wird doch auch gedrängelt und geschubst, was das Zeug hält. Impfdrängelei ist die neueste Variante. Und wer versucht, den Laden zusammenzuhalten, wer Rücksichtnahme einfordert, der wird angefeindet und er wird sogar bedroht. Gegen dieses rücksichtslose Verhalten setzt Jesus die neue Art der Gemeinschaft der mit Gott Verbundenen, die Gemeinde des neuen Bundes. Gemeinde Jesu ist das Gegenmodell zu dieser Welt. So finden wir bei Jesus und dann in den ersten Briefen des Neuen Testaments vielerlei Aufforderungen an die Gemeinde, an die Christen, zusammenzustehen. Wartet aufeinander. Ertragt einander. Achtet aufeinander. Helft den Schwächeren. Seid barmherzig. Liebt einander. Kein Zweifel also, Gott will, dass wir zusammenhalten und gerade so zu seiner Ehre leben. Die Herrlichkeit Gottes wird in sichtbar gelebter Liebe offenbar und sie wirkt ansteckend. Weitere Menschen werden so erreicht und hineingenommen in das Einssein mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir finden in diesem Gebet die Herzensanliegen von Jesus zusammengefasst. Wenn wir diese Anliegen mit ihm teilen, dann offenbart sich in unserem Leben schon jetzt die Herrlichkeit Gottes. Und unser Glaube hält jeder Krise stand. Gottes Ehre soll unser erstes Anliegen sein. Unser Leben gehört ihm, ist ihm geweiht. Als sein Eigentum gehören wir darum auch zueinander, sind eins mit ihm und sollen in Liebe zusammenstehen. Er selbst bewahrt uns und sorgt dafür, dass wir einst mit ihm in Ewigkeit verbunden sein werden, in seiner Herrlichkeit. Wenn das keine gute Nachricht ist. Gott segne euch. Amen. Thank you.
Wir hören jetzt auf die Fürbitte, die heute Emma und Esra für uns sprechen. Und sie verwenden dafür einen Text der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 12. März 2017. Du bist das Leben. Bei dir, barmherziger Gott, sind wir geborgen. Behüte dein Menschen. Du bist die Hoffnung auf dich, ewiger Gott. Vertrauen wir. Rette deine Menschen. Wir danken dir für die vielen Schwestern und Brüder in Christus. Dein gütiges Herz schlägt vor sie. An dein liebendes Herz liegen wir, die verfolgten Christen. Gedenke der koptischen Christen im Sinai. Gedenke der orientalischen Christen, deren Gemeinden uns an die Herkunft unseres Glaubens erinnern. Gedenke der Christen, die zwischen feindlichen Nachbarn leben und dennoch am Glauben festhalten. Du bist die Hilfe zu allem Guten. Sei du Schutz und Schirm vor allem Bösen. Wir danken dir für die Menschen, die sich versöhnen lassen. Dein gütiges Herz schlägt für sie. An dein liebendes Herz liegen wir, die beruhigbar und Friedensstifter. Gedenke der politisch Verantwortlichen in aller Welt, in der Türkei, in Korea, in Ungarn. Gedenke der Machthaber in den reichen Ländern und erinnere sie an ihre Verantwortung für die Armen und deine Schöpfung. Gedenke aller, die mit ihren Worten und Entscheidungen über das Leben anderes bestimmen. Du bist die Hilfe zu allem Guten. Sei du Schutz und Schirm vor allem Bösen. Wir danken dir für die Gute, das wir erfahren haben. Dein gütiges Herz schlägt für die Schwachen. An dein liebendes Herz liegen wir Verletzten und Gequälten. Gedenke der politischen Gefangenen. Gedenke der 2 Millionen syrischer Kinder, die bisher nur Krieg erlebt haben. Gedenke der Flüchtlinge aus Mosel und Derere, die dort aushalten und schreckliches Leiden. Du bist die Hilfe zu allen Guten. Sei du Schutz und Schirm vor allem Bösen. Wir danken dir für die Menschen, die du uns an die Seite stellst. Dein gutiges Herz schlägt für sie. An dein liebendes Herz legen wir die unsere Gemeinde und alle, die zu uns gehören. Gedenke der Kranken und der Sterbenden. Gedenke der Trauenden. Gedenke der Fastengruppen und alle, die nur nach dem Glauben an dir, an dich fragen. Du bist die Hilfe zu allem Guten. Sei der Schutz und Schirm vor allem Bösen. Du bist das Leben. Bei dir, barmherziger Gott, sind wir geborgen. Wir danken dir durch Jesus Christus für deine Hilfe. Amen. Lasst uns nun gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte uns Gottes Segen zusprechen und bitte dich, bitte euch, dazu aufzustehen. Gott in seiner Barmherzigkeit segne dich. Er segne dich mit bleibender Liebe. Er segne dich mit herzlichem Erbarmen. Er segne dich mit fröhlicher Barmherzigkeit, damit du ein Segen bist für dich und für die anderen. Amen.